Exklaven und Enklaven. Was ist das? Darum geht es heute in diesem Video. Einfach gesagt ist eine Exklave ein Gebiet, in diesem Fall C, eines bestimmten Staates B, welches vollständig außerhalb von diesem Staat liegt. Dabei ist es vollständig von einem anderen Staat, in diesem Fall A, umgeben. Das Gebiet, also die Exklave C, gehört dabei zu seinem Mutterland B, das heißt die Einwohner der Exklave sind in der Regel Staatsangehörige des Mutterlandes und haben in der Regel die gleichen Rechte und unterliegen den gleichen Gesetzen. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Gibraltar, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Also zurück zu unserer Grafik. Aus der Sicht des Staates A ist dieses Gebiet dann eine Enklave. Schauen wir uns das Ganze mal in einem praktischen Beispiel an. Campione d'Italia zum Beispiel ist vollständig von Schweizer Staatsgebiet umschlossen, gehört aber zu Italien. Der Ort ist also eine Exklave von Italien und eine Enklave in der Schweiz. Weitere Beispiele sind zum Beispiel Jivia, eine spanische Exklave in Frankreich, und auch Deutschland hat einige Exklaven, Büsingen am Hochrhein und die Fennbahn-Exklaven. Die Kreise Olpen und Malmedy gehörten bis zu 1920 zum Deutschen Reich. Aufgrund des Versailler Vertrages musste Deutschland diese beiden Kreise an Belgien abtreten. Darüber hinaus forderte Belgien die Fennbahn, eine Bahnstrecke, die zwischen Aachen und Ulflingen in Luxemburg verkehrte, an Belgien abzugeben, um die jetzt belgischen Städte Olpen und Malmedy versorgen zu können. Dadurch entstanden 5 deutsche Exklaven. Am interessantesten ist dabei das Gehöft Rückschlag, die bis heute kleinste bewohnte Exklave Deutschlands. Die Fennbahn wurde 2008 abgebaut und ein Radweg darauf errichtet. Trotzdem gehört die Strecke weiterhin zu Belgien. Die 5 deutschen Exklaven sind also durch die Fennbahn vom Mutterland getrennt. Es geht aber auch komplizierter. So gibt es zum Beispiel auch Exklaven, die keine Enklaven sind, und Enklaven, die keine Exklaven sind. Schauen wir uns erstmal ein Beispiel für Ersteres an. Kaliningrad. Das frühere Königsberg ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Exklave von Russland. Es ist also aus dem Mutterland ausgegliedert und nicht mehr mit diesem verbunden. Weil die Oblast, also das Gebiet Kaliningrad, nicht von einem anderen Staat vollständig umschlossen ist, sondern an Polen, Litauen und die Ostsee grenzt, ist es keine Enklave. Auch die größte Exklave der Welt zählt in diese Kategorie. Alaska. Sie ist von Kanada und vom Pazifik umgeben. Und Inseln zählen übrigens nicht als Exklave, obwohl sie durch das Meer von ihrem Mutterland getrennt sind. So sind zum Beispiel Grönland und Hawaii keine Exklaven, obwohl sie weit entfernt von ihrem Mutterland liegen. Zu Kaliningrad und Campione mache ich nochmal ein extra Video. Jetzt erstmal ein Beispiel für Enklaven, die keine Exklaven sind. San Marino oder die Vatikanstadt wären da zum Beispiel zu nennen. Beide sind vollständig vom italienischen Staatsgebiet umschlossen und sind damit Enklaven in Italien. Weil sie aber jeweils souveräne Staaten und nicht von einem Mutterland abgetrennt sind, sind sie keine Exklaven. Es gibt also gar kein Mutterland, von dem sie abgeschnitten wären. Noch komplizierter wird es bei Exklaven zweiter und dritter Ordnung. Am einfachsten lässt sich das am Beispiel der Exklaven und Enklaven von Bangladesch und Indien erklären. Die gibt es allerdings nicht mehr, weil 2015 ein Gebietsaustausch stattfand zwischen den beiden Ländern, bei dem die Exklaven und Enklaven aufgelöst wurden. Hier sieht man die bis 2015 weltweit einzige Enklave dritter Ordnung. Das ist das Grenzgebiet zwischen Bangladesch und Indien, und der Teil, wo Enklave erster Ordnung draufsteht, ist jetzt nicht die normale Grenze zwischen Indien und Bangladesch, sondern schon eine Enklave erster Ordnung in Bangladesch. Dieses Gebiet gehört also zu Indien und ist vollständig von Bangladesch umgeben. In dieser Enklave in Bangladesch, die ja wiederum eine Exklave Indiens ist, befindet sich noch eine weitere Enklave, eine Enklave zweiter Ordnung. Also ein Stück von Bangladesch, das in einem Stück von Indien liegt, das wiederum von Bangladesch umgeben ist. So, und jetzt wird es richtig kompliziert.
In dieser Enklave zweiter Ordnung liegt wiederum ein winziges Stück Indien, das glaube ich sogar nur ein kleines Stück unbewohntes Feld war. Diese Enklave dritter Ordnung ist also ein Feld, das zu Indien gehört, welches in einem Teil von Bangladesch liegt, welches in einem Teil von Indien liegt, welches in Bangladesch ist. Verrückt, oder? Fast so verrückt wie der See, der auf einer Insel liegt, die in einem See ist, der auf einer Insel liegt, welche im Meer liegt. Aber das ist eine andere Geschichte. Durch einen neuen Grenzvertrag zwischen Indien und Bangladesch, der 2015 in Kraft trat, wurden die Grenzen allerdings geglättet und die Ex- und Enklaven aufgelöst. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler in der Beschreibung gemacht. Wie ihr seht, ist das anfangs leichte Thema nun doch ganz schön kompliziert geworden. Ich hoffe, ihr seid noch mitgekommen. In der Videobeschreibung gibt es wie immer weiterführende Infos und Literatur. Aber auch in Europa gibt es eine Grenzkonstruktion, die es fast locker mit den Kuriositäten in Bangladesch und Indien aufnehmen kann. Bale-Hertug und Bale-Nassau zwischen Belgien und den Niederlanden. Hier zieht sich die Grenze zwischen den beiden Ländern durch Cafés, durch Wohnhäuser und Restaurants. Was zu solch skurrilen Dingen führen kann, wie dass man in seinem Bett in Belgien aufwacht und zum Frühstücken in die Küche in die Niederlande geht. Oder dass man sein Auto in zwei Länder gleichzeitig parken kann. Manche Häuser, durch die eine Landesgrenze gehen, haben zwei Hausnummern, eine belgische und eine niederländische. 1995 wurden die letzten Unklarheiten bei der Grenzziehung beseitigt. Seitdem ist alles klar geregelt. Eine ältere Dame zum Beispiel dachte bis dahin, sie wäre Belgierin. Plötzlich sollte sie Niederländerin sein, da ihre Haustür auf die niederländische Seite aufging. Die sah es gar nicht ein, plötzlich die Staatsangehörigkeit gewechselt zu haben. Und handelte ganz pragmatisch. Eine neue Tür, die in der andere Richtung öffnet und schwupps, war sie rechtlich gesehen wieder das, als die sie sich immer gefühlt hat, eine Belgierin. Ich würde euch ja gerne ein paar Bilder von der Stadt zeigen. Leider war ich noch nicht dort und gemeinfreie Fotos gibt es nicht so viel im Internet. Schaut einfach mal bei Google rein, das ist echt faszinierend. Wenn ich mal dort war, dann gibt es natürlich auch Fotos von mir. Für die Bewohner scheint es nicht immer so faszinierend zu sein wie für mich. Es gibt wohl immer wieder Streit um alltägliche Themen. Müllabfuhr, Straßenbau, Bildung und so weiter. Aber die Barler auf beiden Seiten haben sich arrangiert und versuchen das Ganze pragmatisch zu sehen. Die Grenzziehung hat, wie sollte es auch anders sein, historische Gründe. Aber auch wenn das hier ein Geschichtskanal ist, das wird jetzt hier viel zu weit führen. Das war es erstmal von mir, heute ein bisschen theoretisch, lasst es erstmal sacken. Dafür wird es im nächsten Video wieder etwas spannender. Und zwar schauen wir uns das Ganze an einem praktischen Beispiel an. Ich bin nach Kaliningrad gefahren in die Exklave Russlands und an den Punkt, wo Polen, Litauen und Russland aufeinandertreffen. Bis das Video hochgeladen ist, könnt ihr euch hier nochmal das Video aus Tschernobyl angucken und hier unten gibt es mein neuestes Video zum Berg der Kreuze in Litauen. Vergesst nicht zu abonnieren, einfach hier klicken und wenn das nächste Video der Reihe hochgeladen ist, werde ich es über die Infobox verlinken. Unten in der Videobeschreibung gibt es immer Informationen zum Nachlesen, heute die geschichtlichen Hintergründe zu Bale-Nassau und Bale-Hertug und ansonsten habe ich auch wie immer die Quellen und Nachweise der jeweiligen Bilder und Karten in die Videobeschreibung gepackt. Also dann bis zum nächsten Mal.